Herzlich willkommen zurück bei Super Mario Galaxy 2. Ich bin euer Weehawk LP und wir sind immer noch in dieser komischen, seltsamen, eigenartigen Uhrenberg-Ruinen-Mission, die, ja, etwas nervt, weil sie sehr langatmig ist und auch nicht wirklich Spaß macht. Macht wirklich überhaupt keinen Spaß bisher. Da muss ich dem Kollegen Chainsaw Man 16 absolut recht geben. Das ist bisher eine der schwächsten Galaxien. Aber zumindest, das muss man sagen, relativ anspruchsvoll. So, was war denn nochmal hier in diesem... Sollen wir es wagen und da reingehen? Nicht, dass wir jetzt alles für eine Mini-Mission gemacht haben und... Nee, okay, gut. Nochmal alles im schlimmsten Fall hätten nochmal machen müssen. Nein, nach Luigi ist dafür einfach nicht geeignet für sowas. Gut. Egal. Es war trotzdem ein schöner Ausflug hier rein. Stirb auch da! So. Ah. Oh nee. Oh nee. Jetzt kommt überhaupt der schlimmste Teil hier. Ja, das sieht doch gut aus. Nein! Stern! So. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi. Entschuldigung. Wir haben ihn, den Stern. Mit Luigi. Es hat ein bisschen gedauert, aber das war es doch absolut wert. Und eine weitere Kometenmünze sogar. Und wir dürfen weiterfliegen. Luigi, eine Brief für dich. Oh, der Wanderfer. Ich bin legendärer Spiele-Profi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Ich warte auf dich in der Honighüpfer-Galaxie. Zeig mir, wie gut du bist. Boom. Gut, okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. So, okay. Ja, Bruderherz, bla bla blub. Ich bin immer noch da. Ich bin Ende darauf. Ich liebe dich so. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ja, bis später, Bruderherz. Ich weiß, man sollte den Paten etwas respektvoller behandeln. Was hast du denn zu sagen? Schau mal einer an. Du hast ja jetzt genau 27 Sterne... 27, genau. 77 Powersterne. Du Glückspilz. Ja, das ist wirklich eine glückliche Zahl. Uhrwerk Ruinen Galaxie, da hatten wir noch den geheimen Stern. Und wir... können... auf eine Galaxie zu steuern. Ja, das muss sie sein. Das ist sie. Das ist sie. Die Galaxie, auf die ich mich freue. Auf die ich mich so sehr freue. Seit ich mir dieses Spiel geholt habe. Seitdem Zealot One dieses Video gemacht hat. Ein alter Highscore-Kollege von mir. Oh. Ja, aber das werde ich hier nicht machen in diesem Part. Das wird einen eigenen Part bekommen. Stattdessen gehen wir einfach mal zurück, machen entweder Schmelztiegel-Galaxie oder schauen uns das mal in der Honighüpfer-Galaxie an. Honighüpfer-Galaxie, was waren das nochmal? Das war, genau, das war diese hier. Honighüpfer-Galaxie, hey! Da hat er wieder ein Spiel für uns. Highscore-Jagd auf Bienenterrain. Ah, nicht wieder so ein Hüpfspiel. Oh nein. Gut, okay. Sollten wir mal probieren. Zumindest. So. Ich habe auf dich gewartet. Hallo auch, ich bin der legendäre Wanderaffe. Ja, bla 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 bla. 10.000 Punkte! Die Regeln sind einfach. Spring den Gegner auf den Kopf und sammle die Münzen. Wenn du meinen Highscore von 10.000 Punkten schlägst, gebe ich dir diesen Powerstern.
Natürlich, alte Socke. So, gehen wir es an. 2 Minuten haben wir dafür. Und... Ah. Halt, stopp! Stopp, stopp! Da haben wir ja einiges übersehen gerade. Boah, das hätte uns aber Punkte gekostet, wenn wir... Das hat uns jetzt aber zumindest Zeit gekostet. Oh, weia. Und zwar nicht zu knapp. So. Oh, hep, und... Jawohl! Sehr schön. Das war perfekt. Bauarbeiter, können wir es schaffen? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir es noch schaffen können. Auch wenn ich jetzt leider diesen Bonus hier nicht gekriegt habe. Und hab, und hab, und... Ah, so Mist, den habe ich jetzt auch nicht gekriegt. Das wären jetzt nochmal satte 300 Punkte gewesen. Aber das liegt alles nur daran, dass ich so nervös bin. Ja, super, und ich diesen Octadot nicht gekriegt habe. Jetzt sollte ich mir allerdings wirklich langsam was einfallen lassen, weil jetzt wird es langsam wirklich schwer. 10.000 Punkte, ja, 10.000, genau. Schön wäre es gewesen, wenn das jetzt 10.000 Punkte gewesen wären. Oh, weia. Das schaffe ich nicht mehr. Schade. Das schaffe ich leider nicht mehr, aber... Ja, ja, okay. Es war zumindest ein Versuch wert und ich würde sagen... ja, ich würde vorschlagen, das probiere ich dann, jetzt noch einmal, jetzt gleich im Anschluss und... Ja, sobald ich eine halbwegs gute Punktzahl habe, würde ich sagen, starte ich die Aufnahme wieder. Genau, ihr habt ja jetzt in etwa gesehen, wie es geht. Also von daher mache ich das wie beim letzten Mal. Also, bis dann. So, jetzt dürfte ich eine halbwegs anständige Punktzahl haben. Probieren wir es. Ah. Ja, das könnte reichen. Wenn jetzt eine gute Sprungkombination gelingt, dann... Oh Gott, das wird sehr knapp. Oh nein. Oh nein. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Es war eigentlich schon rum. Es war eigentlich schon rum. Ich hab's geschafft. Obwohl es eigentlich schon rum war. Wie geht das? Wie geht das? Ich hab diesen Stern nicht verdient. Das, nein. Er wird sich noch schwierigere Spiele ausdenken. Na bitte nicht. Oh Mann. Egal, gewonnen ist gewonnen. Wie auch immer. Auch wenn ich es nicht so wirklich verdient habe. Die Zeit war auf jeden Fall schon rum. Egal, wir haben den Stern und wollen mal gar nicht meckern, auch wenn das jetzt mehr als schlecht war zum Schluss. Ja, okay. Wir haben den nächsten Stern und den habe ich eigentlich, wie gesagt, eigentlich gar nicht verdient. Aber was soll's. Wirklich gezeigt, wie das geht, habe ich euch jetzt nicht. Naja, aber Hauptsache, wir sind im Spiel weiter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oi! Der Komet in dieser komischen Urwelt-Ruinen-Galaxie. Nee, lass mal gut sein. Keinen Bock. Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Was machen wir denn als nächstes? Wir könnten ja mal schauen. Was haben wir denn hier so? Glitzerstrand-Galaxie. Könnten wir eigentlich machen, weil da fehlt uns noch die Kometenmünze. Weil jetzt noch eine neue Mission anfangen, nützt sowieso nichts mehr. Dann zeige ich euch lieber die Kometenmünze noch hier und beende dann den Part. Und dann, ja, haben wir's. Juhu! Das ist doch eine schöne Idee. Sonne, Sand und Silbersterne und Kometenmünzen. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Beziehungsweise, ich weiß sogar, wo die Kometenmünze ist.
Leider. Vielen Dank nochmal, Leute. Deswegen möchte ich nicht gespoilert werden, weil ich hasse es wirklich. Ich hasse es, wenn mir verraten wird, wo irgendwas ist, ohne dass ich danach gefragt habe. Aber egal, was soll's. Ihr habt's mir jetzt verraten und insofern... Ja, gehen wir es jetzt an. Weil die Kometenmünze befindet sich wohl in diesem See, also nicht in diesem, sondern da hinten. Oder falls jetzt ein paar Klugscheißer kommen im Meer, meinetwegen. Oh Mann. So, aber wie ich die Mission beende, muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Also ich sammle die Kometenmünze, beende den Part und mache den Rest hier offscreen, weil wir müssen ja leider, das ist ja der Nachteil bei Kometenmünzen, die Mission komplett beenden, um sie auch wirklich zu bekommen. Das wird bei Missionen besonders schön, die schwierig sind, wo ich beim ersten Mal die Kometenmünze nicht bekommen habe. Das wird noch... Oh Gott. Naja, egal. Ja, da haben wir! Da haben wir die Kometenmünze auch schon und zwei sehr wütende Fische. Oh mein Gott. Lasst mich in Ruhe. Jetzt muss ich irgendwie da rankommen, ohne dass diese Typen mich treffen. Super. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Was soll denn das? So komme ich da nie ran. Na, ich hab's... Oh Gott. Nichts wie raus hier. Das war so klar, dass ich nicht ohne Treffer hier rauskommen würde. Aber hey, wir haben die Kometenmünze und beenden einen weiteren Part voller Schmerz. Von Super Mario Galaxy 2. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ciao.